beruhigt, wenn ich das da gesehen habe, weil da ist sehr viel an Teilen rumgeflogen ja, danach. Und da ist es in die Zuschauer gegangen, da ist es auf jeden Fall in Richtung Fotografen Streckenposten gegangen. Also solange ich da nicht weiß, dass wirklich alle anderen auch von diesem Trümmerhagel nicht betroffen sind, ist das zwar sehr gut, dass Alan McNish nichts passiert ist, aber einige andere könnte es da in dem Hagel wirklich schlimm erwischt haben, auch mit dem Rad, was nachher noch da reingeflogen ist. Also das ist schon eine hässliche Sache, dass McNish da gut rausgekommen ist. Das darf man bei den heutigen Sicherheitsstandards eigentlich fast erwarten, auch bei so einem Horroraufprall. Aber die große Frage ist wirklich, was ist da hinter der Leitplanke passiert? Andererseits ein Glück, dass das Ding nicht über die Leitplanke rübergegangen ist. Auch das sah ja mal für eine Bruchteile Sekunde so aus, als ob der wirklich auf die andere Seite fliegen würde. Und dann hätte es noch ziemlich übel ausgehen können. Absolut, das war der größte Glücksfaktor, dass das Auto nicht über die Leitplanke gegangen ist, in die Fotografenmenge dort hinein. Wollen wir hoffen, dass jetzt wirklich nichts durch herumfliegende Teile passiert ist. Ja, dass die Autos nicht abheben, nicht zu viel unter die Luft bekommen, dafür hat man diese Finne in diesem Jahr installiert, die